Willkommen zurück bei meinen Let's Play Flash Games, Robinson Crusoe, der Game. Ja, es ist die Nacht des sechsten Tages oder der Morgen des sechsten Tages, ich bin mir nicht sicher, wie auch immer. Und in jedem Fall, wir haben inzwischen einiges erreicht. Wir haben sämtliche Schlafgebäude gebaut, wir haben sämtliche Freudenhäuser, ich nenne es so. Auch wenn das eigentlich hauptsächlich Kirschen sind, scheiße, wir haben Freudenhäuser gebaut, wir haben den Brunnen gebaut. Ah ja, ich baue jetzt noch die Plantage, damit ihr mal seht, wie die aussieht. Die bringt aber wirklich nichts. Ich habe sie schon an Tag 3 mal fertig gehabt und sie hat mir nichts gebracht. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. Und danach setzen wir an, die Festung zu bauen. Also. 8 Holz. Ich habe 1. Brauche ich also 7 Holz. Gut. Das wird nicht schwer. Das dauert jetzt bloß wieder mal ein bisschen. Minecraft-Feeling. Gutes altes Minecraft-Feeling. Nein, ich weiß nur nicht, was ich sonst erzählen soll im Moment. Langsam geht mir der Gesprächsstoff aus. Nein, das Ganze ist wirklich sehr wie Minecraft und allgemein sehr witzig. Und eigentlich auch. Ja, durch die verschiedenen Challenges sehr bindend. Was die Challenges angeht, das sind halt die. Ja, die Medaillen, die es halt auf New Crowns gibt. Wenn ihr keine Medaillen kennt, beziehungsweise wenn ihr kein New Crowns kennt, guckt es euch verdammt nochmal an! Wie kann man kein New Crowns kennen? Ist mal ernsthaft. Nein, ernsthaft. Wenn ihr New Crowns nicht kennt, geht auf diese Seite und schaut euch ein paar der Sachen an. Ob nun Animation oder Spiele. Scheißegal, ihr findet hier irgendwas, was euch gefällt. Ich kann es versichern, okay? Hier, wir bauen jetzt noch schnell. Hier, ja, toll. Aber ich weiß wirklich nicht, wofür es gut ist. Tut mir leid, es wächst einfach irgendwie nichts draus. Bei mir jedenfalls noch niemals was gewachsen. Vielleicht bin ich auch einfach ein schlechter Gärtner oder so. Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, den ich noch nicht kenne. Und ja, wie gesagt, wenn man das jetzt alles hat, ist das eigentlich ziemlich einfach, alles auf höchsten zu bringen, auf höchste Stufe. Ich fühle mich irgendwie so, als ob ich etwas verplant hätte. 20 Steine. 12 Steine fehlen. Oh, und wenn ich mich recht entsinne, müsste jetzt Ballonkopf da sein. Ich glaube, er hieß Ballonkopf. Oder so eine Art hat ihn jedenfalls, glaube ich, der Löwe. Wie heißt der? Lion? Na, jedenfalls der Löwe bei Madagaskar genannt. Madagaskar könnte ich auch mal wieder anschauen. Na, wie auch immer. Eigentlich ist es aber auf einen anderen Film angesetzt. Wie der jetzt heißt, weiß ich aber nicht. Er ist jedenfalls nicht so witzig wie Madagaskar. Habt also nichts verpasst, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Aber in jedem Fall hat er sich da aus einem Fußball und einem Haufen Stroh so ein Gesicht, ja, so eine Person gemacht, weil er keinen Hund bei sich hat. Ja, wahrscheinlich ist darum der Hund hier, damit man seinen Verstand behält. Ja, ich hab die Notiz bemerkt, mein Freund. Ja, auch immer. Okay, wir bauen Stein ab. Wir bauen ganz viel Stein ab. Wir bauen ganz, ganz, ganz viel Stein ab. Wir bauen ganz viel Stein ab. Wir brauchen Stein. Wir brauchen Stein. Wir brauchen Stein, denn wir rocken. Hahaha, was für ein Flachwitz. Nein, ich bin nicht die Person für Flachwitze, ganz ehrlich. Mir fällt gerade ein, es gibt doch mehr Stein, als man braucht. Alles gebaut? Ja, Hirsch habe ich, Hund habe ich. Ich hab alles. Es gibt tatsächlich mehr Steine, als man braucht. Vielleicht, falls man sich mal verbaut oder irgendwo nochmal eine extra Dingsstelle haben möchte, Feuerstelle. Wer weiß? Verdammt, ich habe eben die Keule roh gefressen. Ja, falls ihr genau hinguckt, da seht ihr jedenfalls, wie viel das Zeug bringt, wenn man es nicht verarbeitet hat. Schön kurz in die Kirche, das ist auch toll. Geht ziemlich schnell auf einmal. Anders als beim Altar. Ich meine, warum? Nur weil du innerhalb einer Kirche bist, glaubst du, dass Gott die automatisch verziehen hat? Musst du nicht trotzdem noch dieselben bescheuerten Beichten machen wie sonst auch? Also, ich bin nicht christlich, wie gesagt. Entschuldigung, wenn ich scheiße laber, aber braucht man nicht trotzdem noch dieselbe Zeit? Ganz ehrlich. Könnt ihr mir erzählen, falls ihr davon Ahnung habt? Es ist der 7. Tag. Ich bin wieder viel zu früh fertig. Ich werde wahrscheinlich die letzten paar Tage mich langweilen und nicht wissen, was ich tun soll. Na, was soll's.
Hauptsache, ich krieg das hier alles hin und kann euch zeigen, wie es aussieht. Ich denke, das ist für euch in jedem Fall am wichtigsten. Mal sehen, ich habe die 10 Rope, ich habe die 6 Leder, ich habe die 20 Steine, ich brauche nur noch die 10 Holz und dann haben wir es. Noch 2 Holz und danach noch verarbeiten. Ja, wenn wir gleich mal wieder am Fluss sind, trinken wir mal wieder am Fluss. So als nostalgische Erinnerung an die guten alten Zeiten, als wir noch keinen eigenen Brunnen hatten. Öde Zeiten. Alles noch total unkontrolliert. Total bescheuert. Ist das doof? Wer hat das alles gesagt? Ich bin leicht bekloppt. Ich merke es schon. Egal. Also jetzt eben mal ein Steak machen. Steak. Ich kriege irgendwie gerade Hunger. Wir haben jetzt genug für die, ja, für die Burg, diese Festung. Das müssen wir jetzt einfach mal hier hin. Was ist er da? Ah, damit habe ich alles gebaut, was ich bauen kann. Selbst die lächerliche Farm. Und ich trinke besser mal was und kümmere mich mal darum, dass ich besser nicht drauf gehe. Das wäre ziemlich peinlich, jetzt wo ich es fast geschafft habe. Ich habe alles. Ich muss nichts mehr machen. So, wie soll ich jetzt den Tag verbringen? Also erstmal hole ich alles nach oben und danach überlege ich mir, was ich tue. Ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll jetzt noch. Normalerweise mache ich jetzt einfach so einen lächerlichen Rundgang, wo ich immer versuche, alles auf höchster Stufe zu halten. Aber das ist für ein Let's Play recht öde, also ich muss irgendwie noch 2 Tage Zeit vertreiben. Ja, und da es jetzt keine besonders tolle Schlusssequenz gibt, vielleicht fandet ihr das jetzt als Storyboiler betrachtet, egal, mache ich jetzt einfach noch irgendetwas und zeige euch noch kurz ein bisschen das Spiel um. Damit das Ganze noch schneller rumgeht, schalte ich auf Blau. Jetzt erkenne ich endlich mal Unterschiede in der Qualität. Guckt euch das an. High, Low, High, Mittel, High, Mittel. Also tut mir leid, aber bei High und Mittel habe ich eigentlich noch niemals einen großen Unterschied gesehen, der jetzt wirklich weltbewegend wäre irgendwie. Oh, guck mal, wir sehen fröhlich aus. Ist das nicht wundervoll? Unser Charakter freut sich. Lass uns noch mal ein paar Viecher in die Haut abziehen. Wir brauchen die Haut zwar nicht mehr, aber guckt euch das an. Ist das nicht... Das ist einfach nur krank, oder? Das ist irgendwie krass. Ich meine, guckt es euch an. Also. Vor allem, warum bleiben die Viecher eigentlich einfach nur stehen, wenn wir mit irgendwas auf sie einhacken? Ist das nicht irgendwie eigenartig? Ich finde schon. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Na, wie auch immer, da wir nichts Besseres zu tun haben, wenn wir jetzt noch die letzten paar Steinchen abbauen und so tun, als ob wir irgendetwas Großartiges bauen wollen. Ich frage mich, wie viele Steine wir da noch rauskriegen. 2, 3? Was soll ich mit 3 Steinen anfangen? Mit 3 Steinen kann ich nicht mal das hier abbauen. Also nicht mal so eine Feuerstelle bauen. Gar nichts. Ich kann damit absolut gar nichts bauen. Nichts! Absolut nichts! Das ist irgendwie... Aber was bringt das? Wozu haben sie 3 Steine mehr, als man braucht, hä? Oh, ich weiß, was ich euch noch zeigen kann. Heute ist Tag 900, heute ist er 100%ig da. Holen wir uns Ballonkopf. Ballonkopf, wo bist du? Oh mein Gott, da ist er! Wilson! Wilson. Wilson Ballonkopf. Schöne Sache. Wie auch immer. Der letzte Tag fängt dann jetzt bald an. Hier. Wir haben jetzt die letzten 2 Nächte und den letzten einen Tag. Wie gesagt, hier, wie ihr seht, wenn man das Beste hat, dann ist es super einfach, alles auf höchstem Niveau zu halten. Auch dann, wenn man nur, ja, auch wenn man dauerhaft unterwegs ist halt, weil alles schön schnell geht. Auch das Schlafen ist jetzt nicht mehr ganz so nervig, wie ihr seht. Ich zeige euch mal kurz zum Vergleich dazu, wenn man in der Höhle steht. Das ist ein gewaltiger Unterschied, oder? Hier nochmal das zum Vergleich. Da geht's noch. Aber hier ist es einfach das Beste. Wie auch immer, wir holen uns jetzt nochmal schnell neues Wasser. Bearbeiten nochmal das Fleisch, das wir haben. Und, ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt auf den Fast-Forward-Button und machen jetzt irgendwelchen Unsinn.
Ich versuche jetzt einfach mal das Zeug hier aufrecht zu halten. Guck mal. Da. Wie lange schaffe ich es, dass es immer schön gleich bleibt? Hier, auf und ab. Auf und ab. Immer schön runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Runter und. Okay, das. Das kann ich hierzu sagen. Immer schön. Ja, immer schön runter und hoch. 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 Okay, aber das ist mir irgendwie zu langsam. Da klingt das nicht so witzig. Aus Vorwärtsmodus hierbei ist das viel witziger. Runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Na, wie auch immer. Jedenfalls, wir haben das Spiel jetzt eigentlich so gut wie durch. Wir warten jetzt nur darauf, dass diese Nacht vorbei ist. Also sprich mir mal ein kleines Stück vor. Und im Grunde war das alles, was man innerhalb dieses Spiels bauen kann. Ich habe euch alles gezeigt. Ich hatte jede Nahrung mindestens einmal. Hatte den Wasser einmal, blau und blub. Habe alle Materialien da oben gefunden. Ich werde sie euch jetzt zeigen nochmal mit dem Mauszeiger. Aber ihr seht sie auch so, denn mein PC hackt geradewegs. Wir haben alle die Werkzeuge gefunden. Wir haben alle Gebäude gebaut. Oh, es kommt noch ein Tag. Habe ich mich wohl doch falsch erinnert. Tut mir ja leid. Dann, ja, sorry. Ich bin echt platt. Nein, es ist doch vorbei, jetzt. Hat wohl nur kurz eine Marke gehabt. Falls ihr euch fragt, was das jetzt war, ich hab aus Versehen den Aufnahmebereich verschoben, sorry. Nochmal, congratulations, you survived the Carnival Attack. Tada! Und das war eigentlich auch schon das ganze Spiel. Ich weiß nicht, Zuschauen war jetzt bestimmt nicht so interessant, aber das ist bei Minecraft bestimmt auch nicht unbedingt. Aber in jedem Fall, ernsthaft Leute, das Spiel ist sehr gut. Spielt es auch mal. Und es ist genauso wie der Outsider, wenn ich mich recht entsinne, auch für diesen Neocrons Game Jam. Weil ich nicht ganz genau weiß, was das ist. Aber in jedem Fall, spielt mal das Spiel, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr Neocrons noch nicht kennt, ernsthaft, guckt euch Neocrons an. Verdammt doch mal. Also, wir sehen uns bald wieder. Bis dann.